Doc, hallo. Psst, Doc. Oh. Marty! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1986? Das automatische Aufspürsystem! Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Wo auch sonst, ne? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Ich schlage Sprengstoff vor, aber sagen wir es doch lieber dem Richter. Warum schalten wir nicht die Behörden ein? Was wollen wir Ihnen erzählen? Dass mein Freund aus der Zukunft Beweise dafür hat, dass ich morgen ermordet werde? Die bringen uns beide in die Klapsmühle. Und glaub mir, du willst kein Irrenhaus von 1931 von innen sehen. Will ich nicht. Reise zurück in der Zeit. Das ist, was ich immer machen würde. Ich würde immer zurück durch die Zeit reisen und alles verhindern einfach. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran. Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von Kontinuum erschütterndem Ausmaß führen. Bla bla bla. Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Wenn's mehr nicht ist, ne? Sprich mit den Gangstern, zieh es durch, Ausbruch. Zieh es durch. Können Sie das nicht überstehen? Jetzt, wo wir wissen, was kommt, könnten wir Sie vielleicht in einer kugelsicheren Weste an den Gangstern vorbeischmuggeln. Das würde vielleicht bei 1 oder 2 Kugeln funktionieren. Aber laut Artikel werde ich von einem Kugelhagel niedergemäht, der von dem unschuldigen Unbekannten nicht mehr übrig ließ als eine breiige Masse aus Knochen und Knorpeln. Wer schreibt denn sowas? Der Angabe nach eine Edna Strickland. Wer sonst? Hätte ich mir denken können. Ja. Sprich mit den Gangstern. Hey, vielleicht könnte ich mit den Gangstern reden und ihnen sagen, dass sie den Falschen haben. Ich denke nicht, dass die Kriminellen dieser Zeit sehr offen gegenüber einem Fremden sein werden, der ihnen erzählt, dass ihr geheimer Mordplan falsch ist, oder? Man weiß nie. Ausbruch. Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie heraussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Doch, doch, nicht doch. Nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Cool. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich musste dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um Sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Präzise! Precisely! Das ist so typisch zurück in die Zukunft irgendwie. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum? Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raumzeitkontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Mm-hmm. Okay. Wie soll ich Sie dazu bringen, den Raketenbohrer zu bauen? Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertig zu bauen? Sag ich doch. Und erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem Gefängnis holen will? Natürlich. Auf keinen Fall. Was auch immer du machst, du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Keine Panik. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen. Unkompliziert heißt schwul, oder? Oh, ein Witz. Wo kann ich sie finden? Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit.
wo kann ich sie finden? Ich meine, das andere sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc, ich hole sie hier im Nu raus. Hi-ho! Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Jo. Ach so, Doc Brown kann ja gar nicht schwul sein, ne? Der ist ja, der ist ja später verheiratet. Also jetzt noch nicht. Der weiß jetzt hier noch gar nicht zur Westernzeit und so weiter. Weil es ja wohl davor war, ne? Der ist ja noch gar nicht mit seiner zukünftigen Frau aus dem Wilden Westen verheiratet. Gehen wir wieder in die Suppenküche. Dann wollen wir zum Telefon, wa? Und dann denke ich mal, dass ich direkt diesen Telefonnummer der Browns-Zettel anwende mit dem Telefon. Call me maybe. Yeah! Ruf mal an. Ruf mal an. 990. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Jo, dann gehe ich mal ins Gericht, ne? Tralalalalala, tralalalala. Ausgang. Wo ist denn das Gericht? Wie komme ich ins Gericht? Ich laufe einfach mal ein bisschen durch die Gegend, so wild. Vielleicht gehe ich einfach mal quer rüber. Aha! Ich komme auf den Platz hier drauf. Was gibt's denn hier? Sag mal, zeig mal. Hä? Komme ich da nicht drauf? Doch, da komme ich drauf. Kann ich sogar drüber laufen. Hey, Einstein! Einie! Was machst du hier? Wie geht's, Einie? What's up, little dog? Oh my, what are you doing here? Na. Laufen wir mal ein bisschen verwirrt. Zum Rathaus. Nee, zum Gerichts irgendwas, ne? Der junge Doc ist im Gerichtsgebäude. Ich hoffe, ich erkenne ihn. Ja, ich glaube, den dürfte man erkennen, den guten Mann. Da ist er. Fassen Sie das nicht an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Bla 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 bla. Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Richter Brown? Sein Daddy. Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Corleone. Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Echt? Musst du mal aufs Klo? Jetzt hier mit dem Kehrwert von Haar natürlich ganz in Erwartungswert für nah, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Wo läuft er denn hin? Folgen wir mal den guten Emmett. Der Koeffizient konstant bleibt und die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Also nochmal, Kraft ist natürlich gleich Masse mal Beschleunigung, also Newton. Aber wie viel Newton benötigt man, um eine konstante Masse zu erhalten, wenn die Beschleunigung um die Umkehrfunktion der Arbeit... Emmett. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Was tust du da? Was tust du da? Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Papst, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das. Das ist wichtig. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt?
Jeden Morgen. Jeden Morgen. Wann bist du fertig? Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Papst manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Was ist das für ein Vater? Wie wär's heute mit etwas früher Feierabend? Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Rede der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Papst um. Aha. Ich bin ebenfalls Wissenschaftler. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Jo. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Was war daran erstaunlich? Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Ja. Mein Papst ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Ja, ja. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ich hörte, du arbeitest in einem Raketenbohrer. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Na toll. Und jetzt? Dann gehe ich mal ins Anwaltsbüro, lieber wa? Nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Ah, da ist er. Emmett? Jetzt läuft der Typ weg. Das ist nicht wahr. Er ist aber durchgehend irgendwie am Rechnen oder Mathe oder was auch immer tun und machen. Die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Nö. Ich hol dich ein, Alter. Hey. Ups, hat er die Perspektive gewechselt. Was habe ich bloß übersehen? Ja, was hast du übersehen? Du hast übersehen, dass du kein Anwalt, sondern eigentlich Wissenschaftler bist. Komm schon, warte einen Moment. Ja, warte. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Nö, wo? Du arbeitest doch gar nicht an deinem Raketenbohrer. Du bist verängstigt. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Bla. Angst vor meiner Dossier in Hill. Bla. Langweilig. Raketenbohrer. Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen. Spuck's aus! Ich bin kein Wissenschaftler! Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch! Da kann man nur den Kopf schütteln. Was denn? Jetzt kann ich ihm wieder nicht folgen. Was ist das denn? Ich kann ihm nicht folgen. Tür des Gerichtsgebäudes. Wieso nicht? Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch H hoch H multipliziert mit dem Kehrwert von H natürlich viel Gas in Erwartungsfeld für A, richtig? Ach, Emmett. Du bist auch ein Vollpfosten, bist du. Kann man nur so intelligent und gleichzeitig so blöd sein? So ähnlich wie Sheldon Cooper, wa? Aber nur wenn der Reibungskoeffizient konstant bleibt und die Gravitation. Gib mir doch einfach eine Chance. Ja. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Bla. Echte Corleone wird den Kopf wegblasen, Alter. Keine Sorge, das Geheimnis des Bohrers ist bei mir sicher. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett, ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder? Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Und der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zu... Gib mir doch einfach eine Chance. Ja. Belästigung ist eine Straftat, Blablabla. Also wegen des Raketenbohrers. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Also der Typ nervt aber langsam, wa? Ach, nö. Stell ich mich jetzt hin. Einmal quatsche ich noch mit dem, dann gehe ich wieder zum alten Doc.
Der wird ja wohl wissen, wie man ihn selber überreden kann. Sagte der alte Doc nicht, als junger Mann wäre er recht unkompliziert gewesen? Belästigung ist eine Straftat, Mr. Na, wegen des Raketenbohrers. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Ach, dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt zum alten Doc. Aha, hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A gleich dem Erwartungswert von A. Ja, das, ich finde interessant, dieses Wechseln der Kamera. Ist doch sehr, wie, als wäre das ein Film irgendwie, ne? Man so rumläuft und plötzlich schwenkt die Kamera rum. Na, Alter, da bleibt an der Treppenstufe hängen. Und Gefängnisfenster. Doc! Marty! Hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Ja. Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Toll! Und ich muss sagen, sie sind irgendwie verklemmt. Ja. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Emmett sagt, er sei kein Wissenschaftler. Ich wollte ihn nach ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Oh. Wie bringe ich denn, was jüngeres Ich murmelt wirklich oft vor sich hin? Warum murmelt ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie, außer... Die Hill Valley Expo! Was? Die Expo? Ja, die Expo. Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Ah. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Aha. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere geprägt haben. Und, war sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Oh yeah. Dir scheint viel am Gesetz zu liegen. Wissen Sie, Ihr jüngeres Ich scheint sehr dem Recht verpflichtet. Glaub mir, das ist nur Fassade, um meinen Vater zu beruhigen. Glaub ich dir jetzt mal. Warum murmeln Sie wegen der Expo? Was hat die Expo damit zu tun, dass Sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Jo. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht vertraut er dir eher, wenn wir das Problem lösen, an dem er gerade arbeitet. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich kann nicht verstehen, was er sagt. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr jüngeres Ich vor sich hin murmelt. Ach, wenn ich ihn nur selbst hören kann. Hab eine Idee. Beenden. Sprechen wir besser später über die Probleme Ihres jüngeren Ichs. Ja. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. So wie immer in diesem Zeitreisefilm. In einer Zeitreisegeschichte unter Zeitdruck steht, ne? Das werde ich wohl nie verstehen. Ich habe gerade eine Idee. Doc Brown will nämlich sich selber hören, wie er das rummurmelt. Da ist er. Gravitationskonstante veränderlich ist. Schnell hinterher. Möglich? Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch H hoch H multipliziert mit dem Kehrwert von H natürlich den ganzen Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich...